Ich habe jetzt echt nicht drauf geguckt. Ich habe eben nach einer Spritzausschau gehalten. Nicht schlimm jetzt. Okay. Diese Mission, die wird so an meinen Nerven zerren. Ich sehe es jetzt schon ein. Ja. Warum muss man das immer wieder eingeben? Boah, man hört bestimmt voll die Tastatur. Ja. So. Voll super. Dididin. Dieser Code war, glaube ich, auch zu sehen, als wir die VHS-Kassette eingelegt haben. Piozball! Okay. Der ist der rote da. Ah, okay, dann müssen wir aber jetzt hier operieren. Die Musik ist aber echt so Akt X, ne? Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dün. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. So, ich schnapp mir mal ein Skalpell. Ich weiß aber auch nicht, mit was wir den betäuben können, ne? Keine Ahnung. Vielleicht erstmal hier die Knochen rauslösen. Immer dieses Radio hier, ne? Ja. Wow. Ach du Scheiße, hat er eben viel Blut verloren. Es war jetzt eben schön und gut, wie ich das rausgelöst habe, aber... Oh Gott. Der hat eben auf einen Schlag richtig viel Blut verloren und ich weiß nicht mal, ob ich die Blutung jetzt stoppen kann. Gibt es hier irgendwas zu betäuben? Ich weiß es eben nicht. Ja, keine Ahnung, ne? Eine Spritze habe ich hier nicht. Deswegen, Alter, ist das laut. Das Ding müssen wir auch noch irgendwie freikriegen. Nee. Keine Ahnung wie, aber ich habe ihm jetzt eben richtig viel, ihr habt's ja gesehen. Mit dem einen Schlag richtig viel Blut abgezogen einfach. Okay. Ey, ich habe echt keine Ahnung, wie lange ich dafür brauchen werde. Ich weiß eben nicht, wie ich den betäuben kann. Ich habe keine Ahnung. So. So, was müssen wir operieren? Bürgerplan. Okay. Guter Name. Das Ding ist das längliche. Das links hinten, ist das nicht der Darm? Hier. Bitte schön. Ist. Ich mir auch jedes Mal was anderes operieren muss, ne? Hallo, mein Finger. Okay.
Okay. Vorsichtig. Oh Gott. Ich weiß eben nicht, wie ich den Typen betäuben kann. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ihm ja auch keine Pillen geben. Das. Was kann ich denn mit dem Kerl machen? Da bewegt er seine Hand. Genau wie der Heavy. Das hat irgendwie echt keinen Sinn. So, einen Hammer wollte ich jetzt mir nochmal nehmen. Ja. Oh Gott, das ist natürlich die Frage, wie lösen wir das Ding da am besten raus? Oh Gott, Leute, ich habe echt keine Ahnung, wie lange ich dafür brauchen werde. Besonders, wenn ich nicht weiß, wie ich die Blutung stoppen kann, wenn ich das wenigstens wüsste. Alles wird gut. Halte durch. Er verliert einfach viel zu viel Blut. Schon. Also, ich müsste echt wissen, wie ich das stoppen kann, sonst weiß ich ja auch nicht. Das ist meine Uhr. Die Nigel-Uhr. Grüße, Erdlinge. Ein Hammer oder irgendwas kriege ich auch nicht mehr. Hammer, 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 Hammer-Time. Nö. Hätte ich ja wenigstens noch ein paar Knochen rauslösen können. Mann, wie kann ich den denn betäuben? Sind noch irgendwelche Pillen? Keine Ahnung. Ja, geil, ne? Der verblutet mir jetzt hier wieder. So, jetzt kann ich mir hier mal. So. Ja, aber weiter da hinten komme ich ja nicht ran, weil ich die Knochen rauslösen muss. Oder was auch immer das Vieh da hat. Da. Das ist da oben rechts irgendwo. Ein Laser ist jetzt nicht wirklich die beste Wahl, aber was bleibt mir übrig? So. Ja, ist gut. Ja, okay. Gott im Himmel. Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte wirklich jetzt die nervigste Operation werden. Ich weiß eben nicht, wie ich diesen Arsch betäuben kann. Also nicht, wie ich den Arsch betäube, aber wie ich das Alien betäube. In dem Sinne. Ey. Du, 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 du. Hallo. Okay. Bin anscheinend mal wieder für alles zu blöd. Robolorans. Das Teil war. Okay. Gut, das war das Ding hier vorne.
Das hier. Okay. Dann kriegst du halt keine Pillen. So. Yay. Das war meine Uhr. Oh Gott. Okay, das ging doch schon mal ganz gut. Scusi. So, jetzt müsste ich die... Der verliert einfach viel zu viel Blut. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Akte X. Das Unfassbare. So. X-Factor. Wahrheit oder Fiktion. Oder beides. Ich halte das Ding mal wieder wirklich perfekt. Ja. Das Problem ist einfach, ich weiß nicht, wie ich die Blutung stoppen kann. Wenn ich das wüsste, dann wäre das eigentlich hier zumindest ein viel kleineres Problem. So, jetzt. Ich muss das Ding anders halten. Nein, wo sind die anderen hin? Oh ja. Okay. Komm schon, du bist ein Arzt. Du kannst das. Oder auch nicht. Ja. Oh, der verliert auch gar nicht viel Blut, ne? Bäh. Alter. Das Ding lebt. Okay, da muss man noch einen Schnitt setzen. Also, wie man das jetzt operiert, weiß ich zumindest. Wir werden es aber nicht schaffen, weil er einfach viel zu viel verliert. Bäh. Wo ist das Ding? Das Ding ist weg. Nein! Das Ding ist da oben. Leck mich, ich hätte es jetzt geschafft. Ich hätte es jetzt geschafft. Nein! Du verdammtes Drecksspiel. Ich hätte es jetzt geschafft. Ich hätte es jetzt geschafft. Das ist nicht wahr. Gott! Wenn dieses Scheißorgan nicht da oben rumgeflogen wäre, dann hätte ich es ihm noch schnell reinschmeißen können. Alter, dieses Spiel! Ich hasse es! Alter, warum? Das sind keine entspannten Wochenenden, die ich hier habe. Oh. Birges Palex, war das das längere? Hallo, ich... Mann ey, so, Birges Palex war doch dieser... Dieser Darm, ich glaube schon, ja. Oh Mann.
Okay. So. Das war wieder super. Hallo, jetzt beweg dich. So, jetzt muss ich aber hier noch die Knochen rauslösen. Wo ist das Ding? Kommt das irgendwann mal zurück? Da. Mann, jetzt! Okay, dann halt nicht. Tschüss. Kommt das irgendwann mal wieder zurück? Okay. Nein, da bleibt... Ist schon wieder alles richtig scheiße jetzt. Wie soll ich denn so operieren, wenn er so viel Blut verliert? Wo ist denn diese andere hier? Ey, wenn dieses Scheißorgan in der letzten Runde nicht... Ich... Wirklich, ey, das... Das war so eine Scheißsituation. Die Situation davor waren ja nicht mal teilweise so schlimm. Ich muss den Knochen da rauslösen. Das könnte man auch schaffen, ohne hier die... Die Lungen... Was weiß ich, was das ist, zu entfernen. Genau. Er verliert aber viel zu viel Blut. Oh Mann, jetzt steckt dieser... So, jetzt. Jetzt geh da raus! Eck. Moment, ich muss doch diesen... War das jetzt der hier? Ja, das war der Darm. Ich bin überfordert. Akte X. Die verlorene Episoden. Ey Leute, ich muss wissen, wie ich diesen Dreckskerl hier betäuben kann. Das hat einfach so keinen Sinn. Okay. Ja. Das ist so eklig zu warten. Okay. Gut, Leute, ich unterbreche jetzt mal kurz. Alter, ist das frustrierend. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ich müsste jetzt einfach mal... Ich erkundige mich jetzt einfach mal, ob ich den überhaupt betäuben kann. Weil wenn das geht, dann wäre das gut zu wissen. Also, ja, melde ich mich wieder, falls ich es weiß. Bis dann. Okay, anscheinend bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal diese Operation zu versuchen. Vielleicht hat mir diese kleine Pause Kraft gegeben, die ungefähr 5 Minuten ging. So, nochmal die 4, ja. Und die... Ja, okay, und die 8.
So, mein schleimiger, alien Freund. Das war bestimmt ein Wort. Psch, psch. Alles wird gut. So, okay. Ich habe wieder nicht darauf geachtet, was wir operieren müssen. Ich fühl mich toll. Fängt schon wieder gut an. 4. Nein, nein! Okay. Alter, das schon zerrt an meinen Nerven, Leute. Das. Warum? Warum hätten sie das nicht einfach weglassen können? Nein, ich muss jedes Mal den Code nochmal neu eingeben. Dass es extra frustrierend wird. So, was muss ich operieren? Was? Bitte was? Gavi. Gavi. Ah, okay. Das ist. Was ist das? Ich glaube, das ist das Herz. Das Herz. Ich glaube, das Ding da mit den Stacheln. Okay, anscheinend können wir diesen Herrn nicht betäuben. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Nein, nein, hör auf. Alter. Ich wollte die. Ich kann gleich nochmal neu anfangen. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt, dass dieser scheiß Laser hier die ganze Zeit meinen Patienten belästigt. Wow. Belästigt. Oh, dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. So, was müssen wir jetzt operieren? Moment, ich halte schon mal hier alles bereit. Also keine Ahnung, ob wir den betäuben können. Ich glaube aber anscheinend ja nicht. So, was müssen wir jetzt machen? Gobelschäft. Den Schaft müssen wir operieren. Das klingt. Oh. Das könnte gut sein. Das ist nämlich das Ding hier vorne. Das da. Das Ding. Das könnte noch funktionieren. Das könnte nämlich noch am einfachsten gehen. So. Dann nehme ich das Ding hier. Nicht den Laser. Dankeschön. Konzentration bitte bei der Operation. Ruhe im Operationssaal. Gibt es nicht sogar diese Operationen, die dann wirklich in so einem Saal aufgeführt werden mit Zuschauern? Also, wenn man sowas Zuschauer nennen will. Ich war der Meinung, sowas gibt es sogar. Bei irgendwelchen Vorführoperationen. Oh Gott. Ja, super. Nein, ich. Okay. Nein! Hör auf! Was?